Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From Eastern Nevada and Wolf Creek Golf Club, it's live second round coverage of the Desert Championship. Things starting to slowly take shape here on this Friday. For some, it is a race for the top prize. For others, it's a fight to stick around for the weekend as we show you the leaderboard. A number of folks in contention, including our leader. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen die Korn Ferry Tour, zweiter Spieltag, zweites Tournament. Wir sind in Nevada und schauen mal ganz kurz hier auf unser Leaderboard. So, stopp, falsch, hier müssen wir hin. So, das Leaderboard. So, es sieht also so aus, und das ist das Wichtigste, was wir heute eigentlich wissen müssen. Projected Cutline plus 1. Davon sind wir 3 Schläge entfernt. Wir sind mit plus 4 im Moment 124. Also so wie es aussieht, gibt es auch noch ein paar, die hinter uns sind. Und minus 7 hat tatsächlich hier einer gekegelt am ersten Tag. Das muss man sich mal vorstellen, auf diesem Platz minus 7. Also Freunde, es ist klar, wir sind auf dem Weg, oder das Ziel muss es sein, ins Wochenende zu kommen, denn wie gesagt, die Cutline plus 1, und ich möchte gerne den Platz auch noch am Samstag und am Sonntag spielen. So, apropos spielen, ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Ja, der Platz ist echt tough, und ich war ja selber auch ein kleines bisschen am Zweifeln, und ich wusste auch, dass der Platz schon in vorigen Versionen von diesem Spiel war. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt tatsächlich gegoogelt, den Platz gibt es tatsächlich. Man glaubt es kaum, denn wenn man sich den so ansieht, und ich werde euch die Links, die Beschreibung, die Webseite vom Golfplatz und so weiter, noch einige interessante Informationen in die Videobeschreibung schreiben. Und dann solltet ihr euch das wirklich mal ansehen, denn der Platz ist wirklich ein ganz, ganz toller, auch von der Qualität her. Es sieht einfach toll aus. Und es gibt ja noch weitere Plätze in der Nähe in Nevada hier von Mesquite, hier, die so ähnlich gestrickt sind wie dieser Platz. Aber da werde ich euch später noch ein bisschen mehr erzählen. Was ich euch aber jetzt erzählen möchte, ist definitiv, dass wir heute nicht ganz unvorbereitet hier diese zweite Runde, denn es geht ja um einiges. Wir wollen den Cut schaffen, und deswegen war ich tatsächlich so frei und habe das nachgeholt, was man hier eigentlich hätte schon im Vorfeld machen müssen. Nämlich mal eine Proberunde spielen, um sich hier ein bisschen die Gegebenheiten anzusehen und ein bisschen was auszutesten. Und dazu habe ich mir dann auch ein paar Notizen gemacht. Jedenfalls auf die ersten 9, weil die waren ja katastrophal. Die zweiten 9, die waren dann eigentlich ganz in Ordnung. Die hatten wir einigermaßen im Griff. Und deswegen, wie gesagt, die ersten 9 müssen wir Gas geben, damit wir einfach ein bisschen aufholen. Und da habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Das dazu hier erstmal am Anfang, und später gehe ich noch auf eure weiteren Kommentare ein. Ich sage jedenfalls an der Stelle schon mal recht herzlichen Dank für das, was ihr geschrieben habt, und für eure Däumchen, und dass ihr natürlich euch ein bisschen auch gefreut habt, dass ich endlich diesen Platz spiele. Ich habe heute etwas Glück. Wir sehen es. Der Wind ist wirklich ja noch ein bisschen weniger als bei der ersten Runde hier. 5 bis 6 ungefähr. Ich glaube 4 bis 6. Also der Wind ist etwas leichter, nicht ganz so stark wie in der ersten Runde. Das sollte uns auf jeden Fall helfen, denn hier der Wind, der macht natürlich die Sache noch mal ein bisschen schwerer. Okay, Freunde. Genug gequatscht, genug geredet. Wir wollen jetzt hier versuchen, die zweite Runde ordentlich zu beenden. Das Ziel ist klar, Cutline plus 1 steht rechts oben. Und wir haben 18 Bahnen Zeit, entsprechend 3, 4 unterzuspielen, um uns ins Geld zu spielen, ins Wochenende. Also Freunde, wir spielen die Desert Championship Nevada hier auf dem Wolf Creek Korn Ferry Tour. Lasst uns beginnen. Wir werden den Ball auf jeden Fall hier in die rechte Seite spielen, damit er noch ein bisschen rollt, definitiv. So, wie gesagt, ein bisschen Wind, nicht allzu viel. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. So, das sollte erstmal ganz gut aussehen. Dann schauen wir mal, also hoffentlich rollt er mir jetzt nicht. Jo.
So, 260 Yards. Oh ja, das ist aber ein bisschen kurz. Da hatte ich da ein bisschen mehr. Okay. Okay, aber nichtsdestoweniger mit dem Holz möchte er da hinkommen. Und die Fahne steckt da oben. Ich will aber den hier vorne reinfliegen lassen, dass er im Vorgrün aufkommt und dann hoffentlich hochrollt. So, wir sehen es, dass der Wind diesmal fast ein bisschen mehr ins Spiel kommt. Okay. Okay. So. Ja, dann lassen wir den noch ein kleines bisschen höher. Hoffentlich, dass er uns dann doch reinrollt. Ja, startet. Ich glaube, okay. Der müsste doch flach genug sein, dass er reinrollt. Komm, 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 komm. Sehr schön. Wow, what a nice way to start the day, Frank. Straight out of the gate and the barn door is officially open. A great position to be in on this opening hole, though it is a long look at Eagle. So, ich muss sagen, in der Einspielrunde ist es mir dann doch tatsächlich gelungen, hier auch dein Eagle zu spielen. Und somit habe ich eine Bedingung für das Quest für diesen Platz hier auch erfüllt. Wir müssen jetzt noch die Distance zusammenbringen und dann gibt es wieder ein paar Pünktchen. Ich glaube, Reward Points, wir werden sehen. Okay, es ist natürlich jetzt 2 Fuß hoch. 2 Fuß hoch. Gut. 1, 2, 3, 4. 2. Okay, das müssen wir auf jeden Fall spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir haben dann hier das Ganze überwiegend von links nach rechts. Und oben, da ist es dann ruhig. Also wir müssen auf jeden Fall hier hochkommen. So, das ist aber alles nicht zu wild, aber wenn er in den Hang geht, in den Slope, dann wird er ein bisschen rüber gedrückt. Und dann läuft er eigentlich relativ gerade, außer, okay. So werden wir es versuchen und schauen mal, ob wir endlich hier zum Stock kommen. Aber ich warne euch gleich, ich werde mich auch heute nicht scheuen, auf diesem Platz im Zweifel, ja, zu pitchen auf dem Grün. Ja, der quält sich schon wieder so hoch und kommt noch nicht mal wieder bis zum Loch. Okay. No, that'll be short. Maybe by a good 10 feet. 9 feet remaining here for birdie. Aber das sieht jetzt so schlecht aus. Es geht nur den Berg hoch. Wir haben eigentlich keine Breaks. Außer ein kleines bisschen hier von rechts. So, deswegen müssen wir eigentlich schauen, wie hoch es geht. 3 Inches. Das müsste eigentlich dann safe 3 Inches ungefähr hier sein. Und dann sollte er doch hoffentlich fallen. Jo, sehr schön, das erste Birdie. It's a birdie here at one. And that's step in the right direction. He's gonna need a few more of these as we go along, as he is 2 shots outside the cut line. Frank, there's so many impressive holes here at Wolf Creek, but the second really stands out. Yeah, that tee box, is it 9 stories high? It's hard to imagine you can tee up that high, and obviously trying to judge distance is one thing, but also just the visual that you get. So, ihr habt es gehört, also die Cutlinie ist immer noch bei +1, das heißt, wir arbeiten uns heran an die Cutlinie, sind jetzt 105er. Und ich hoffe auch mal, dass die Cutlinie eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen zu uns runterkommt auf +2. Wir werden es sehen. Unabhängig davon müssen wir versuchen, hier mindestens auf Even Par zu kommen. Das ist das Ziel, dass wir 4 unter spielen. So. Das letzte Mal waren wir mit dem Driver zu lange eigentlich. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Ja, wir haben etwas Gegenwind, aber das ist nicht so wild. Wir werden trotzdem hier mit dem Holz abschlagen, weil wir müssen eigentlich nur hier ins Fairway kommen. Jo, und diesmal liegen wir mit dem Fairway. Und das ist gut. And this round starting off strong after the birdie at the first. This Yo, 167, das passt. Okay. Okay, Eisen 8, das passt.
Ja, wir haben sogar Rückenwind. Es geht hoch, aber das müsste dann soweit passen, wenn wir den da hinkriegen. Dann haben wir eigentlich auch wieder eine gute Chance. Wir dürfen halt nicht da hoch ins Plateau und wir dürfen auch nicht zu kurz werden. Aber Eisen 8 müsste eigentlich, wenn wir es lang spielen, da reichen. So, wir schauen mal. Yep, weil ich habe mir auch in den Notizen geschrieben, Eisen 8, 167 Yards, 162, okay. Noch ein bisschen rüber. So, auf jeden Fall kommt der hier vorne runter. Jo, und bleibt auch relativ schnell liegen, das ist gut. Well, not super close, but safely on the green. Genau, das war die Absicht. Green, and with that, we welcome four-time winner on the PGA Tour, Nota Begay. All you have to do is start this online and let the slope do its thing. I don't see a lot of movement in it. So, 8 inches. Dann würde ich hierher gehen. Weil bis zum Loch soll er auf jeden Fall kommen. Hinten dran ist ja kein allzu starkes Gefälle. Das ist eher am Anfang, genau. So. 8 inches. Yep. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben eigentlich hier nur am Anfang ein bisschen Break. Da vorne tut sich nicht mehr allzu viel. Ja, dann probieren wir das mal. Komm rum, komm. Ja. Ah. Just gonna sneak on by. Aber zumindest die Längenkontrolle war wieder gut. Die Längenkontrolle war zufriedenstellend. Wir haben dem Ball die Chance gegeben und haben im Prinzip ja kein Trouble hier. So, die 3 ist natürlich ein ganz besonderes Loch, muss man einfach so sagen. Wir sind immer noch 105er. Now on to the third, first of the short holes here at Wolf Creek. Uphill shot, Frank? Yes, it's going to play a little longer because of that. Then it's 227 yards off the back tee. Hard to imagine you have a par 3 in amongst this desert. And really, that's all it is. Tee in green. There's not much in between. Well protected, as you can see by those bunkers. And this green a little smaller than what you'd like for a hole that's around that 230-yard mark. Okay, also ich habe das ja ein bisschen ausprobiert. Eigentlich komme ich da nicht hoch, wenn ich nicht den Driver nehme. Und die Idee ist da eigentlich wirklich, dass der Ball hier vorne reinfliegt und dann hier noch den Weg hoch macht. Und selbst wenn er dann hier drüber rennt, was ja aber auch relativ unwahrscheinlich ist, dass es alles eher berghoch geht, dann bleibt er da oben spätestens im Semiraff hängen. Deswegen werden wir hier definitiv mit dem Driver hochschlagen. Der Wind wird uns ein bisschen helfen, aber nicht viel. So, wir müssen jetzt nochmal gucken wegen der Ausrichtung, weil wir sollten auf jeden Fall... So, hier nochmal. Ja, der Stock ist auf der Seite. Das passt so, weil wir müssen auf jeden Fall da oben reinkommen. Das Ganze hoch angespielt, damit wir Höhe bekommen. Und dann probieren wir das mal so, ob wir so aufs Grün kommen. Oh, das war ein bisschen wenig. So, was macht er? Ah, bleibt kurz vorher liegen. Okay. Da hat uns ein bisschen was gefehlt. Ja, extra Club ist gut. Das war schon der Driver. So, wir pitchen. 96 bis 100, das ist nicht so wild. 15, 14, 13. So, 11. Das Ganze werden wir dann etwas höher anspielen. Das Ganze rollt nach links. Okay. Okay. So, etwas höher anspielen. Okay. Und jedes Pärchen hier auf dem Platz ist ein gewonnener Schlag. Sehr schön. Vor allen Dingen stressless, wie man so schön sagt. Das ist auch wichtig, dass wir nicht so viel Stress haben wie in der ersten Runde. And he'll remain right where he is.
383-yard fourth hole. Certainly not long, Frank, but there's plenty of trouble out there. Yeah, this is very much a positional hole. This is not sort of tee it up with a driver and just rip it down there. Just find the fairway. You're going to have virtually just a short wedge, you know, 9-iron really at the most into this green. And really, this is a good chance for a birdie. So two good shots and you shouldn't be too far away. Oh, jetzt geht das Ganze leider in die andere Richtung. Das gefällt mir gar nicht. Cutlinie jetzt even Paar. Nicht schön, nicht schön. So, aber nichtsdestoweniger, an der 3 war das Paar eigentlich schon viel wert, denn da ist eigentlich auch nicht allzu viel machbar. Okay, wir müssen jetzt hier schauen, dass wir wieder ins Fairway kommen. Bis da hoch ins Plateau kommen wir leider nicht. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Okay, das ist dann Mitte grün, Mitte Fairway, okay. So, wenn wir den ein bisschen flacher, das wird nicht allzu viel bringen. Also hauen wir den so raus. Mit ein bisschen Power, wobei das bisschen Power ja bei uns wirklich hier wirklich wenig ist. He's gonna wind up right down Broadway, a majestic looking tee shot there. So, 96 Yards, das ist ideal. So, da habe ich mir notiert, dass wir mit einem 50er hinten in den Hang müssen. Ja, und dann wird er nämlich da runterrollen. Das ist nämlich der Punkt. Und zwar zur Fahne. Okay. Dann müssen wir nochmal schauen. Wie der Wind. Okay, das wird dann da sein. Mit dem 50er. Und zwar dahin. Und der rollt dann sowieso runter. Ach, okay, da haben wir das Problem, dass da das... ärgerlich. Die Fahne müsste weiter links sein. Okay, dann werden wir es hierhin versuchen, dass wenn er hier runterrollt, dass er dann den Kick nach links kriegt. Okay, mit dem 50er. Da oben in die Kante. Und dann sollte er eigentlich da runterrollen. Noch weiter rüber. Okay, wir stehen ein bisschen über den Ball. Das heißt, er wird sowieso eigentlich nach rechts gehen. Dass er etwas ausgleichen. Ja, der fliegt diesmal gar nicht so weit. Eieieiei. Oh, zieh. I know it's the second shot golf course, but what an iron shot. I don't care, that's the first, the last. That's a great shot. So, und jetzt müssen wir uns konzentrieren, Freunde, weil wir müssen jede Birdie-Chance nutzen. Es geht bergab ein Inch. Okay. Das Ganze über links. Ja, er wird schon ein bisschen breaken, auf jeden Fall. Ein bisschen mehr. Yeah, that's a well-played hole. It's a birdie here at 4. And with that, he's back to 2 over. So, jetzt sind wir wesentlich schon mal unter der 100, 89. Cut it over the ridge here, Frank. Well, if you can, if you dare. And there is actually a stream here. I know we're in the middle of a desert, but if you can clear that stream, that's the main thing. This is a crazy looking tee shot because it looks like you want to go down that left, down that canyon area. But if you don't know the exact distance you fly the ball, then you're going to see you're going to be in lots and lots of problems. Those collection of three bunkers down the right side, as long as you can avoid that, then that second shot to this par 5, that's not overly long, it's just under 500 yards, is certainly reachable. Second shot will play uphill to a elevated green with, once again, three different levels. So, da müssen wir jetzt ein bisschen konzentriert sein, weil die 5 hat uns letztes Mal ganz schön übel zugesetzt. In der Zwischenzeit ganz kurz ein bisschen was zu dem Platz, denn wie gesagt, das könnt ihr nachlesen auf der Webseite über Wolf Creek. Und zwar, der Platz wurde im Jahr 2000 eröffnet und wurde bereits im Jahr 2008 bis 2015, aber jetzt auch eben in die EA Sports Tiger Woods und Rory McIlroy Tour Videospiele mit aufgenommen. Also bereits seit 2008 war der Platz hier in der Videospielserie mit dabei und konnte gespielt werden. Und er existiert, wie gesagt, schon seit über 22 Jahren. So, später gibt es noch ein bisschen mehr Informationen. Jetzt wollen wir uns wieder konzentrieren und ich schaue mal auf mein kleines, ja, ich sage mal Birdie-Buch. Okay, linke Kante. Okay, auf jeden Fall mit dem Driver.
Und hier in diese Richtung soll es eigentlich gehen. Ah, wir haben ein bisschen Gegenwind. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Gegenwind. Okay. Okay, ein kleines bisschen drohen und dann sollte er hoffentlich nicht ins Wasser rennen. Wir schauen nochmal. Ja, es ist halt ein paar fünf und wir wollen ja irgendwie hochkommen, aber das wird uns eigentlich nicht gelingen, glaube ich nicht. Gut. Ja, startet ein bisschen arg weit rechts. Aber der müsste eigentlich sofort liegen bleiben. Okay. Right, in the fairway. Frank, what's it going to take here on this approach at the par 5? Well, some people might actually try and bounce it in between those two bunkers and run the ball up on the green, but personally, I'd try and actually take a hybrid or something with a little bit more loft and try and fly the ball. Take those two bunkers out of play. Ja, ja, wir brauchen mindestens zwei Eisen mehr, weil es sind 73 Fuß bergauf. Ja, und dann laufen wir trotzdem Gefahr. Okay, wir werden ihn auf jeden Fall mit dem Hybrid hochspielen. So, und dann müssen wir das Ganze ein bisschen reinfaden, weil wir ja das Ding auf der rechten Seite haben. Okay. So müsste es doch hoffentlich funktionieren, dass wir aufs Grün kommen. Wir stehen etwas unter dem Ball. Okay. Ja, geht Richtung Fahne. Und jetzt spring hoch. Ja, und jetzt müsste er wieder ein bisschen zurückrollen. Sehr gut. Und so rollt er dann sogar noch zur Fahne hin. Okay, sehr schön. That worked out really well, landing just short. Gets that little bump onto the green. And now maybe a huge bump on the scorecard, Frank, if this putt goes down for an eagle. Well worked out second shot, Rich. You could not fly that ball on the green and expect it to finish up on that front third. 4 inches down. Also müssen wir dahin auf jeden Fall. Das Ganze geht leicht nach rechts. Wir haben die Chance jetzt praktisch uns in den Cut zu spielen mit einem Eagle. Die Frage ist halt, wie sehr nimmt er das Break jetzt hier an? Wie sehr macht er uns den Gefallen? Am Anfang ja weniger und dann haben wir hier diese kurz vor dem Marker. Da haben wir dann, da geht es dann ein bisschen nach rechts. Ich würde fast ein bisschen mehr machen. Okay, ein bisschen mehr. Oh yes, that's how you take advantage of a par 5. It's in for an eagle 3. Superb. This is an excellent hole here at Wolf Creek, the par 4 6th, 447 yards. If you're going to hit driver off the tee, keep in mind there is a creek out there, and that approach is uphill to a hard green. This hole's all you want. So, damit wären wir eigentlich, glaube ich, jetzt auf der Cutlinie, so hoffe ich doch. Cutline, even. Damit sind wir 50. wie nur 50. Lasst uns mal kurz reinschauen ins Leaderboard. So, schon wieder falsch. Leaderboard R2. Und wir sind 50. Das heißt, da müssen ja auf der, ja, bei Even Par müssen dann sehr viele Spieler sein. Okay, plus 1, 67. Bei 144 Gestarteten machen die tatsächlich die Cutlinie hier bei 67 bzw. 66. Naja, okay. Ist ja nicht so, dass wir Stress nicht gewohnt sind, nicht wahr? Aber ich bin ein kleines bisschen wirklich aufgeregt, muss ich sagen, weil es ist jetzt richtig hier ein bisschen herausfordernd. Und wir passen ein bisschen auf, denn wir haben ein, ja, 125 Fuß und wir haben Rückenwind. Das gefällt mir gar nicht. Rückenwind ist too much. Das heißt, der wird definitiv hier runtergehen und dann müssen wir ihn, ja, kurz lassen. Auf jeden Fall kurz lassen. Was haben wir denn? Das ist die 6. Das war okay, 33 Fuß nach oben. Das werden wir dann mit dem Eisen schlagen. Okay. Ja, da werden wir aber definitiv hier den Fade spielen. Aha, ein bisschen stark.
So, jetzt aber kein Blödsinn machen. Ja, da war er dann doch ganz schön lang. So, was zeigt er denn an? Ach, die Fahne steckt kurz deswegen. Tatsächlich nur ein... Okay, ein Wedge. Vorgeschlagen hatte der das 50er. Weil wir haben auch noch Rückenwind. Ja, wir müssen da aufkommen, damit er auf jeden Fall nicht da hochrollt. Aber auf der anderen Seite sind wir, es geht bergauf, 30 Fuß, das ist eigentlich auch schon wieder fast ein Schläger. Und wir sind ja im Rough. Wir haben es ja ein bisschen verhunzt. Wir spielen nicht vom Fairway. Und da sage ich dann doch lieber ein bisschen mehr. Was haben wir denn eigentlich davor? Eine False Front, ne? Also ich will auf jeden Fall aufs Grün kommen. Wir müssen aufs Grün kommen, definitiv. Okay. Wir müssen aufs Grün kommen, damit wir das Paar spielen. Und wir müssen jetzt Pärchen spielen. Okay. Ja, das sieht nicht mal so schlecht aus. Er geht in die False Front und rollt runter. Das ist gut. Wenn er natürlich auch mal liegen bleibt. Ah, das ist, da wird es immer zickig, wenn man den Schatten vom Stock schon sieht. Okay. Ja. Ja. Also, da haben wir eine Birdie-Chance, aber wir sollten definitiv das Paar spielen. Lass mich nochmal ganz kurz gucken. 2 inches down. Das heißt, dann gehen wir hier hin. Und das Ganze wieder über links. Wie viel über links, das ist halt die Frage. Dahinter kann eigentlich nicht allzu viel passieren, also können wir ihn rollen lassen. Ja, das ist schon ordentlich. Der wird kontinuierlich nach rechts rüber rennen. Aha. Bisschen weniger noch. Bisschen mehr von oben. Zu wenig. Okay. Aber ich will es mal so formulieren, ich bin sehr hoffnungsvoll für die zweiten 9 und das angestrebte Ziel haben wir ja bereits erreicht hier auf den Front 9 und wir müssen einfach konzentriert bleiben, dass wir uns kein Bogey einfangen. Das ist wichtig. Kein Bogey. Is right here at the par 47. It is without question drivable at 302 yards. However, getting that tee shot to stay on the green can often be a different story. We see plenty of shots go over the back, leaving an incredibly difficult pitch shot off the desert floor. Ja, da müssen wir jetzt gleich mal schauen, was wir runterspielen. In der Übungsrunde habe ich ein Eisen 6 und dann ist er ja bis runtergerollt. Wir schauen mal. Eisen 6, Landezone. Dann fliegt er sowieso durch die 42 Fuß bis runter hier in die in diese Welle hier. Und dann rollt er uns runter und dann liegt er ganz unten. Und wenn er unten liegt, so ist auch hier ein bisschen die Idee, dass er, wenn er runterrollt, bleibt er noch vorm Raff eigentlich liegen. Dann war es ein 54er. Die Fahne steckt Mitte grün. Das müsste eigentlich gehen wieder so. Aber wir haben auch ein bisschen Gegenwind, sehe ich gerade. Also die Frage wird sein, ob er überhaupt bis über den Hang rüberkommt. So. Ah ja, okay. Er drückt den nach rechts. Er sollte aber auf jeden Fall links runterrollen, damit wir ein bisschen mehr Strecke haben. Ja, yep. So müsste es eigentlich hinkommen. Ja, und dann kommt er hier in den Hang und... Ach was, bleibt hier liegen. Aber das soll mir eigentlich auch ganz recht sein, weil dann haben wir keinen Wedge. Schauen wir mal. Ein 54er, okay. Looking at 104 yards to the front. 108 to the hole. Hole cut right in the middle. Also das Problem ist, wir haben Gegenwind. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir können den natürlich hier... Ja, und dann müssen wir mal schauen, weil es ist ein 50er. Das wird aber von der Länge mit dem Gegenwind. Und das Entscheidende ist eigentlich, wir müssen hier vorne zum Landen kommen.
Chup, chup. Weil er darf auf keinen Fall zu kurz sein, sonst sind wir wieder hinten drin. Und zu lang kann er eigentlich nicht werden. Das kann eigentlich gar nicht passieren mit dem Gegenwind. Das kann eigentlich nicht passieren. So. Und jetzt gucken wir nochmal. Weil wir müssen natürlich schon hier oben rechts bleiben, sonst rollt er uns links runter. Ja, und wenn wir den hier reinspielen, dann fliegt er in den Hang. Das ist sogar noch ein bisschen besser. Und das 50er kommt eigentlich gut zum Liegen. Wir werden ihn trotzdem noch mal ein bisschen höher anspielen. So, das sieht doch nicht verkehrt aus. Komm, 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 komm. I always knew that was going to be a good shot when it left the club face. What's that, 8 or 9 feet? Excellent shot. He's been automatic on this front side. This for birdie. So, das geht jetzt ein bisschen hoch. Das ist gut. Und wir haben relativ wenig Break. Das heißt, wir gehen über rechts. Und dann müsste das doch passen. Etwas mehr, da nimmt ja eigentlich das Break gar nicht groß an. Ein bisschen über rechts. Yo! Ah, yes, runs that one right in. It's a birdie here at the 7th. And he's into red figures now at 1 under par. So, wir sind 30. Here at Wolf Creek in Mesquite, Nevada is really the signature par 3, isn't it? I'd go so far, Rich, to say this is a great par 3. Doesn't matter where it was played, the stream that sort of comes all the way down there and surrounds the left side of this green makes this hole really daunting. Logic would say if you're going to miss the screen, obviously you'd miss it to the right, but it's just a beautiful hole. And then you put the fact that the canyon frames the whole hole itself, it's beautiful. So, an der Stelle nochmal ein bisschen Informationen hier zu dem Platz, denn wir kommen mal ganz kurz zu den Preisen. Es ist ja ein öffentlicher Platz, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, ihr könnt da hinfahren und gegen eine kleine Gebühr, gegen einen Obolus, könnt ihr diesen Platz auch spielen. Der ist natürlich auch ein bisschen gestaffelt nach der Jahreszeit. Jetzt im Moment ist es günstig, dort zu spielen. $120 kostet da die Runde, 18 Bahnen. Wenn ihr da ein bisschen später oder früher hingeht, dann könnt ihr teilweise bis zu $330 für die Runde berappeln und das ist meistens so im März rum. Also das heißt, da seht ihr auch, dass hier die Preise entsprechend der Jahreszeit auch ein bisschen gestaffelt sind. Und es gibt ein schönes Video, wo eben auch über den Platz gesprochen wird, wie der gepflegt wird und man sieht es wirklich, also der ist wirklich in einem sehr guten Pflegezustand. Das ist gut investiertes Geld. Und das Interessante ist auch so ein bisschen, wenn ich das richtig rausgehört habe, dass die mit ganz klarem Wasser die Grüns bespritzen, während das, was zum Beispiel aus der Leitung kommt, das ist für die Fairways. Und die Grüns werden eben mit extra, ich sag mal, gutem kalkarmen Wasser entsprechend separat gespritzt oder gesprengt. Ja, also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und was natürlich auch wichtig ist, deswegen habe ich jetzt auch hier kleine Übersicht gemacht. Das habt ihr ja auch gesehen. Es wird natürlich empfohlen, mit einem Kart zu fahren, was natürlich dann auch wieder ein bisschen dazukommt. Also, wir machen das im Moment eigentlich ganz, ganz gut. Liegt natürlich A daran, das ist ganz, ganz klar, dass wir heute wenig Wind haben. Also der Wind ist nicht so stark, dass er uns gefährlich wird. Und B, natürlich habe ich mich da jetzt ein bisschen auch darauf eingestellt, den Platz blind zu spielen, einfach loszugehen und ihn zu spielen. Das ist also sehr gefährlich. So habe ich das auch in der ersten Runde festgestellt. Hier muss man wirklich sehr konzentriert und genau aufpassen und sich genau überlegen, wie man spielt. Und da merkt ihr dann eben auch die Unterschiede zu anderen Plätzen, wie man dann hier halt dann doch auch variieren muss mit den Schlägen. Übrigens, da hinten im Hintergrund, das fand ich auch ganz interessant, das sieht man auch in der Übersicht, da ist direkt am Platz, ist ein Flugplatz und da kann man dann mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Flugzeug starten und landen sehen. Also ihr könnt da direkt an den Golfplatz auch fliegen. So, jetzt wollen wir uns aber wieder hier auf das Spiel konzentrieren. Wir müssen hier aufpassen. Ja, das ist gut. Der Wind kommt von links. Das hilft uns eigentlich. 86 Fuß. Jetzt muss ich mal aufpassen. Mit was habe ich da gespielt? Ich habe gegen den Wind mit einem Hybrid 3 Anfang grün.
So, und dann ist er mir nach hinten durchgerollt, beziehungsweise war fast ganz hinten. Jetzt mit einem Hybrid. Ja, das war hier. Okay. Und da hatten wir aber Gegenwind. Ich nehme das Eisen 4. Und dann schauen wir mal, wo wir den hinhauen. Oh ja, das sehen wir. Der Wind macht sich da deutlich bemerkbar. Ist natürlich auch interessant, dadurch, dass man ja in die Schluchten da reinspielt, wird sich der Wind immer völlig anders darstellen. Hier oben ist natürlich viel Wind und hier unten natürlich wenig. Okay. Ja, okay, schauen wir mal, ob das uns reicht, ob das passt. Ja, okay, er geht nach rechts, so wie wir uns das gedacht haben. Hoffentlich nicht zu viel. Ja, okay. Ah, schade, schade. Das war ein bisschen zu viel. Da drüben sind Gänse, die auch ein bisschen durch die Felsen glitschen. Okay, kurzgesteckte Fahne. Da ist es eigentlich gar nicht so gut zum Pitchen. 10, 9, 8, 7. Ja, ich würde hier fast lieber einen Lobshot machen. Den Flop. Okay. Na, schauen wir mal. So. Ja. Wir müssen gucken, dass wir das Paar wieder retten. Ja, ein bisschen noch nach rechts. Oh. Oh, das war nicht so gut. Wir müssen ja jetzt zu stark zurückgekommen. So, oh ja, das ist jetzt kein Tap-In. 2 Inches nach oben. Okay. Ja, das ist jetzt so ein Wadenbeißer. Da müssen wir definitiv wieder... Das war vorhin ein bisschen mehr. Weniger, meine ich. Das war vorhin ein bisschen weniger. Das hat jetzt schon ein bisschen mehr Break. Okay. Okay, noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr Speed. Ah. Schade, schade. Grün verfehlt und dann natürlich das Boogie. Okay. Ärgerlich, ärgerlich. Den hätten wir eigentlich nach hinten hinter die Fahne schlagen sollen, dass wir definitiv auf dem Grün sind. So, wo ist denn der Cut? 390 yards, a par 4. It is anything other than straight off the tee because of all these sort of undulations and curvature on the fairway. You'd think well bunkered, but the last bunker on the right side there, longer hitters, they can nearly fly that just over 300 yards. Either that shorter hitter just played to that fat area of the green. That'll be sort of some, 270 yards. That will take all the water out of play into a green that slopes back at you. So very good chance, even with a wedge in hand, to get the ball close. A good way to finish the front nine. So, hier gibt es eigentlich nicht viel zu überlegen, weil man muss hier einfach nur runterschlagen und aufs Fairway kommen. So, wir sind jetzt wieder auf der Cut-Linie. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. So, die 9. Ein Eisen mehr. Okay, haben wir den Wind gegen uns? Nein, der Wind ist seitwärts. Ein Eisen mehr. Huch. Ach was. Ja, aber ich will eigentlich keinen 60er. Ja, das müsste eigentlich so sein. Und jetzt will ich mal was schauen. Knockdown. So. Okay, der geht hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Dann schauen wir mal, ob wir den sofort zum Liegen bringen.
Okay. And that's going to leave some work, but it'll end up okay. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da ist direkt die Forcefront vor dem Stock. Ist man zu kurz, dann rollt er hier den ganzen Hang wieder runter. Wir haben ein Inch runter und ich will auf keinen Fall, obwohl, ja gut, das ist eigentlich alles relativ eben. Es ist eher das Break, das mir hier Sorgen macht. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, vorhin ist er trotz allem, weil das ist so ein ähnliches Break, ist er ja zu, ist er links am Loch vorbeigelaufen. Deswegen müssen wir definitiv mehr machen. Ja, aber so wild ist es doch gar nicht. So. Okay. Ja, das müsste doch passen. Na, ein bisschen mehr. Oh, der ist überhaupt nicht drüber gebreakt. Überhaupt nicht. Boah. Jetzt bin ich ein bisschen baff und habe die Linie wohl anscheinend völlig verlesen. Völlig verlesen. Okay, that's in for his par here at the ninth. That'll mean this is a 32 on the front, 4 under par. So, projected cut line ist immer noch even. Starting the backside here at Wolf Creek with a 472-yard par 4 tenth. One of the rare, relatively flat tee shots. Lake and bunkers on the left, brush on the right. But the landing area is wider than it looks, so anywhere on the short stuff is good. So, wir schauen jetzt gleich mal wieder hier auf die Scorekarte und wie es auch im Feld aussieht. Denn wir haben die Front 9 auf jeden Fall ordentlich gespielt, sogar mit einem Eagle. Und das ist minus 4, das, was wir angestrebt haben. Da wollten wir definitiv hin, aber es darf ruhig noch ein bisschen mehr werden. Aber die Back 9, die sind jetzt auch nicht ganz ohne. Aber die hatten wir von vornherein natürlich ein bisschen besser im Griff. Wir müssen einfach auf die Höhenunterschiede besser achten, auf den Wind besser achten und wir müssen die Grüns treffen. Das hilft nichts. Und dann wird sich mit Sicherheit noch die eine oder andere Birdie-Chance für uns ergeben. Wir schauen aufs Leaderboard. Und schon wieder falsch gedrückt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, projected cutline even 67. Okay, es bleibt dabei. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir noch 1-2 Birdies spielen, um halt eben hoffentlich, ja schon wieder falsch, um halt hoffentlich den Cut zu schaffen. Ob ihr das sehen möchtet, das würde mich doch sehr, sehr freuen, denn ihr wisst es ja, wie es läuft. Wir haben immer die Front 9, die Back 9 gibt es dann im nächsten Video zu sehen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr genauso hier wieder mit dabei seid, um dann das Endergebnis zu sehen, ob wir es schaffen, hier bei der Desert Championship in Wolf Creek, Nevada, tatsächlich dann auch ins Wochenende zu kommen, den Cut zu schaffen und uns Punkte für die Rangliste zu erspielen. Also, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich sage jedenfalls vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.